Willkommen in Köpenick. Heute ist der 7. Juli 2024, der Sonntag. Köpenick ist ein Ortsteil im Bezirk Treptow-Köpenick im Südosten von Berlin am Zusammenfluss von Spree und Dahme in wald- und seenreicher Umgebung gelegen. Köpenick hat ungefähr über 70.000 Einwohner. Bis zum 1. Oktober 1920 war Köpenick eine eigenständige Stadt. Danach wurde sie eingemeindet und gehört seit dem 1920 zur Hauptstadt Berlin. Das Rathaus Köpenick befindet sich in der Straße Altköpenick 21. Es wurde 1901 bis 1905 anstelle eines Vorgängerhauses für die damalige eigenständige Brandenburgische Stadt Köpenick seit Januar 1931 erbaut. Der Hauptmann von Köpenick, die Bronzestatue, steht vor dem Rathaus von Köpenick. Er heißt eigentlich Friedrich Wilhelm Vogt. Er war ein aus Ostpreußen stammender Schuhmacher. Er wurde als Hochstapler unter dem Namen Hauptmann von Köpenick bekannt. Durch seine spektakuläre Besetzung des Rathauses der Stadt Köpenick bei Berlin, in das er am 16. Oktober 1906 als Hauptmann verkleidet mit einem Trupp gutgläubiger Soldaten eindrang, den Bürgermeister verhaftete und die Stadtkasse raubte. Er wurde nach 10 Tagen wieder erwischt und landete im Knast. Das Schloss Köpenick liegt wunderschön von Wasser umgeben im gleichnamigen Bezirk im Südosten Berlins. Es ist das bedeutendste erhaltene Schloss aus der Regentschaft der Hohenzollern. Für das eindrucksvolle Schloss lohnt sich die kleine Reise in den Berliner Außenbezirk. Schloss Köpenick ist ein einmaliges Zeugnis aus der Zeit des großen Kurfürsten 620-688. Es ist das bedeutendste erhaltene Schloss, welches während seiner Regentschaft für die Dynastie der Hohenzollern errichtet wurde. Baustil Barock.